Unabhängige Beratung vor dem Hauskaufen vom Gutachter. Hier ist Baugutachter Schmalfuß. Wir sind eine Gruppe von 5 Bauingenieuren und Gutachtern. Und ich erkläre jetzt mal die wichtigsten Dinge für den Hauskauf anhand unserer Checkliste. Wir untersuchen Ihr neues Haus, Ihr Second-Hand-Haus oder Ihr fertiggestelltes Haus nach verschiedenen Kriterien. Wir haben immer ein Feuchtigkeitsmessgerät dabei, im Winter auch eine Thermografiekamera fürs Handy. Wir überprüfen die Stabilität des Hauses, wir prüfen die Wände, Fußboden, Fassade. Oft fragen uns die Leute über Risse an den Wänden. Auch Risse werden automatisch mit untersucht und dann in die Checkliste eingetragen, ob es gefährliche Risse sind oder ob die Risse nicht gefährlich sind. Wir prüfen auch die Heizung und geben Ihnen Tipps, wie Sie am kostengünstigsten die Heizung umbauen. Vielleicht eine Wärmepumpe, vielleicht eine Infrarotheizung. Das Wichtige ist, wir sind unabhängig. Wir haben keine Verträge mit irgendwelchen Firmen, die Heizung verkaufen. Wir schauen uns auch das Dach an. Wir sagen Ihnen genau, was kostet ein neues Dach, wie hoch ist die Restnutzungsdauer am Dach. Die Fenster werden überprüft und natürlich, die Fensterindustrie möchte alle 10 Jahre neue Fenster verkaufen. Aber es kann auch ein Fenster, was 30 Jahre alt ist, kann auch noch gut sein. Auch eine Zweischeibenverglasung kann immer noch gut sein. Und was im Volksmund so rumgeistert, neue Fenster sind so dicht, dass es Schimmel gibt, das ist auch nicht immer richtig. Weil es gibt doch technische Möglichkeiten, um in die Fenster gleich Lüftungsöffnungen einzubauen, sogenannte Kippwinkel. Und dann haben wir auch das Problem der Lüftungsanlage geklärt, weil eine zentrale Lüftungsanlage ist nicht unbedingt besser. Sie ist auf jeden Fall erstmal teurer. Und da kommt der Filterwechsel dazu. Ja, viele Leute fragen uns nach Schimmelpilz. Wir untersuchen standardmäßig den Schimmelpilz und können auch Wahrscheinlichkeiten angeben, wo schimmelt es im Haus und wo nicht. Wenn Sie große Investitionen machen, wie zum Beispiel Dach, Fassade, Fenster oder die Heizung, gibt es immer Förderung von der KfW. Und diese Förderung von der KfW können wir Ihnen ansatzweise berechnen oder im zweiten Termin dann als KfW-Beratung machen. Insgesamt werden alle Sanierungskosten hier eingetragen. Alle Bauteile, neue Bäder, neue Leitungen, neue Elektrik, kommt alles hier rein. Und zu guter Letzt überprüfen wir auch den Wert des Hauses. Das heißt, wir sagen Ihnen, ob Ihr Haus zu teuer ist oder nicht. Und in wie vielen Jahren sich Ihr Haus amortisiert, wenn man vergleichsweise Miete ansetzt. Unabhängige Beratung vor dem Hauskaufen vom Gutachter.